Good morning and welcome back to my channel, friends. Ich hoffe, euch geht's gut und schön, dass ihr wieder hier seid. Heute gibt es einen neuen Vlog und zwar einen, wie nenne ich den, Urlaubsvorbereitungsvlog. Wir müssen Koffer packen, nochmal einmal Wäsche waschen, Nägel machen, also ich muss Nägel machen, uns einchecken fürs Flugzeug morgen und ich bin echt gespannt, ob man da die Sitzplätze wählen kann. Das war bei Condor letztes Mal leider nicht der Fall, aber wir fliegen morgen mit TUI, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall erstmal fertig, vielleicht mache ich mir auch erst zuerst einen Kaffee, ich weiß es nicht. Ich habe Bock auf einen Kaffee? Nee, nicht wirklich. Ich habe gestern Abend ein Wimpernserum vergessen, ich mache das ja nur einmal abends drauf und nicht morgens und abends. Weil ich finde, wenn man das morgens drauf macht, werden die Wimpern nicht so schön. Aber einmal am Tag will ich es auf jeden Fall drauf machen, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Ciao. Viel Spaß. Thank you. Das hier ist mein Einkauf, so ein Schwämmchen für die Dusche. Das braucht mir aber sowieso eigentlich, war ich nur wegen den Riegeln da für den Flug morgen. Das ist eigentlich auch für meine Mama. Und ich habe mir noch ein neues Micellar-Reinigungswasser mitgenommen. Für den Urlaub mag ich das eigentlich ganz gerne, dann kann man sich da manchmal ein bisschen schneller abschminken. Genau. Schon lange kein Eiskaffee mehr getrunken, deswegen heute einen. Die Sirups sind immer noch von Monin. Ich habe da nichts anderes verwendet wie sonst auch. Ich bin jetzt gerade hier mit meinem Laptop und suche die ganzen Einrichtungsgegenstände von erstmal IKEA raus und packe die alle in die Infobox für die Wohnungstour am Samstag. Also die habt ihr ja dann schon gesehen. Das ist so viel Arbeit. Ich sitze, glaube ich, seit 20 Minuten hier dran und suche und suche und suche. Aber dann müsst ihr eben nicht mehr suchen. Ich finde es auch immer geil, wenn da unter Wohnungstouren die ganzen Sachen verlinkt sind, weil ich bin immer zu faul zum Suchen und meistens finde ich es dann nicht. Mein Problem ist gerade nur, dass ich so unnormal Kopfschmerzen habe. Die Laptop-Arbeit trägt natürlich gerade nicht dazu bei, dass das besser wird. Ich hatte es heute Mittag schon, aber es ist gerade so schlimm, dass ich, wenn ich aufstehe, wirklich so richtig stechende, hämmernde Schmerzen habe. Philipp bringt mir jetzt noch eine Aspirin mit, der ist gerade in der Stadt und packt dann die Koffer, also beziehungsweise holt die Koffer hoch. Ich werde es jetzt erstmal fertig machen ohne Kamera und hoffen, dass es mir dann, wenn ich fertig bin, besser geht. Das hier sind meine ganzen Badezimmerprodukte, also für Körper und Haare. Wir haben ja immer Sonnencreme. After Sun, nochmal Sonnencreme da hinten von Garnier und für mein Gesicht auch nochmal Sonnencreme mit 50er Lichtschutzfaktor, Abschminkwasser, ich brauche gleich noch Wattepads, Haarspray für Wellen, hier die ganzen Juno-Produkte, wer mir auf Instagram folgt, weiß das auf jeden Fall. Ich benutze die seit so vielen Jahren mittlerweile, also ich glaube seit über 2 Jahren sind es mittlerweile schon. Und zum Rasieren sind die einfach Gamechanger, vor allem das hier ist halt für den Intimbereich, damit da keine Pickelchen entstehen und das hilft mir so, so gut. Ich kann nicht ohne die Produkte verreisen. Olaplex, Maske und Shampoo, normales Shampoo für Philipp, der macht mir das nämlich zu schnell leer. Hier habe ich auch nochmal After Sun für mich, ich finde die riecht irgendwie ein bisschen besser, Penaten. Und das ist hier von Zara mein All-Time Vacation Duft, den benutze ich tatsächlich immer nur im Urlaub. Und das sind jetzt erstmal die Sachen, die ich schon mal grob für die Körperpflege einpacke. Okay, Glätteisen für die Locken habe ich. Kommen wir zu den Schminksachen. Ey, nicht wundern, hier ist wirklich ein bisschen unaufgeräumt, ne? Ich weiß zwar nicht, wie wir beide nur 15 Kilo jeweils da reinbekommen, weil wir haben beide jeweils immer 20 Kilo gehabt. Also in den Koffern, aber morgen dürfen wir nur 15 mitnehmen.
irgendwas davon muss auf jeden Fall zu Hause bleiben. Und wir haben auch keine Waage hier, das wird auf jeden Fall echt lustig. Was hältst du davon? Weiß ich nicht, wie es angezogen ist. Sieht nice. Aus wie ein Löscherkäse. Ja, das ist ja auch genau das dafür gedacht. Das ist ein Strandkleid. Was ist das hier? Ja, sieht gut aus. Was hältst du von dem Kleid? Keine Ahnung, wie es aussieht. Hallo, sag doch gut oder nicht gut. Super. Wir wollten jetzt doch auf Nummer sicher gehen, deswegen hat Philipp jetzt eine Waage bei seiner Mom geholt. Und neun Kilo? Ja. Nur? Ja. Fehlt aber auch noch die Hälfte. Wir sind noch keine Schuhe drin und noch keine Zahnpasta gedöns. Das heißt, was wird dann meiner wiegen? Da ist wesentlich mehr drin als bei dir. Ja, muss man zumachen. Und? 10. Bedeutet, ich kann auch 5 Kilo einpacken. Willst du doch hinkommen wegen den ganzen Badsachen noch. Aber dann müssen wir mindestens keine 5 Kilo extra bezahlen. Kostet nämlich, glaube ich, 20 Euro pro Person extra. Für einen Flug. Das heißt, es wären dann für 80 für 2 Flüge. So rum. So, hier ist alles fertig für morgen. Wir haben unsere Reiseunterlagen in diese Touri-Mappe gepackt. Ich habe tatsächlich vorhin beim Aufräumen noch ein weiteres Canon-Aufladekabel gefunden mit Akku, was mich richtig freut, weil jetzt habe ich 2 Akkus und nicht mehr nur einen, weil ich habe den schon vermisst. Hier haben wir unsere kleine Reiseapotheke, Reisetabletten, was gegen Übelkeit, Ibuprofen, man weiß nie. Dann habe ich hier unsere Snacks. Ich denke, das langt für morgen. Hier sind unsere Reiseunterlagen drin, Portemonnaie. Aspirin für meine Kopfschmerzen. Hier ist Philipps Reisetasche mit seinen ganzen Sachen schon drin, Rasierer und so. Es ist mittlerweile auch schon kurz nach 8. Ich werde jetzt duschen gehen. So, ich habe jetzt meine Skincare ohne euch einmal gemacht. Ich habe mein Lash Serum einmal noch benutzt. Eigentlich soll man es auch 2-mal am Tag machen, damit man noch einen krasseren Effekt erzielt. Aber ich habe heute Morgen schon erklärt, warum ich das nur 1-mal am Tag mache. Und hier mein Serum, das mache ich jede Nacht drauf. Jetzt mache ich mir gleich noch einen Dutt, weil eigentlich wollte ich mir diese Mozart-Frisur machen. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr, die auch noch einzudrehen, weil ich jetzt auch noch Video schneiden muss. Deswegen werde ich jetzt einen Dutt machen und morgen einfach diese Waves machen mit dem Locken... Ja doch, mit dem Glätteisen. Da kriegt man die eigentlich ganz gut hin. Ich kann die euch auch gerne in meinem Urlaub zeigen. Die sind einfach so leicht zu machen und die halten echt den ganzen Tag. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt mega auf morgen. Eine Sache nur noch wegen dem Video am Samstag. Es kann sein, dass das Video später als 11 Uhr online kommt. Ihr müsstet an dem Tag einfach mal an verschiedenen Uhrzeiten gucken. Also um 11 und dann halt irgendwann später wieder, wenn es bis dahin nicht online ist. Weil ich habe es wirklich nicht mehr geschafft, noch ein drittes Video vorzuproduzieren. Dafür ging es mir heute einfach zu schlecht. Aber ich werde den Urlaubsvlog, sobald ich zu Hause bin, natürlich anfangen zu bearbeiten. Teil 1. Ich denke, dass wir 2 Teile drehen werden. Und dann werdet ihr den auf jeden Fall auch direkt schon am Samstag sehen. Ansonsten halt irgendwann später abends. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr jetzt schon alles in unserem Urlaub gesehen. Falls nicht, habt ihr es verpasst, aber dann seht ihr es am Samstag. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Ich bin echt todesmüde und hoffe, dass es morgen alles gut geht. Auch mit den Streiks und sowas. Ja. Ich hoffe einfach, dass wir morgen abheben und dann in den Urlaub fliegen können. Das wäre echt der super GAU, wenn wir morgen gar nicht loskommen würden. Aber ihr werdet es ja dann schon wissen. Ich werde es dann auch schon wissen. Damit gute Nacht.